Ja, vielen Dank Harald, vielen Dank den Kolleginnen auch aus Kolumbien für die Darstellung. Die Auswirkungen des Freihandelsabkommens in Kolumbien sind natürlich nicht klar abzumessen, sozusagen im Vorhinein, aber es gibt natürlich Anzeichen, dass die Auswirkungen auf die Menschenrechtslage nicht, sagen wir mal, es ist kein Mechanismus eingebaut, der versprechen würde, dass es eine positive Entwicklung der Menschenrechtslage geben würde. Ein paar Anhaltspunkte dafür sind unter anderem die kolumbianische Regierung, sowohl die jetzige als auch die Vorgängerregierung, hat bestimmte strategische Sektoren identifiziert, die sie wirtschaftlich fördern möchte, wo sie die komparativen Vorteile des Landes sieht. Das ist vor allen Dingen auf der einen Seite in der Landwirtschaft, Sektoren wie extensive Rinderzucht, das sind Sektoren wie Palmöl, Zuckerrohr für die Agrospritproduktion, das sind Kautschuk, also alles agroindustrielle Produkte, in denen die bäuerliche Landwirtschaft im Prinzip nicht vorkommt. Ein anderer wichtiger Sektor ist der Bergbau. Und in all diesen Sektoren kommt es jetzt schon zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Die Kolleginnen haben eben erklärt, es gibt Zahlen von 5,2 Millionen Binnenvertriebenen seit Ende der 80er Jahre in Kolumbien. Dahinter stehen zwischen 4 und 8, das ist sehr schwer zu schätzen. Es gibt also offizielle Zahlen, die sprechen von um die 5 Millionen Hektar von Land, das so gewaltsam umverteilt wurde, dass hinter diesen massiven Zahlen der Vertreibungen steht. Dieses Land wird in einigen Regionen ganz klar genutzt, um solche agroindustriellen Großprojekte durchzuführen. Wir sind schon lange dabei zu erheben, dass also sozusagen die Karte des kolumbianischen Konflikts, die Karte dieser Vertreibung sich deckt mit der Karte bestimmter wirtschaftlicher Interessen und bestimmter Großprojekte, die genau in diesen Sektoren stattfinden, die die komparativen Vorteile bilden und die auch, und das manifestiert sich in Gesetzgebung, ja, das landwirtschaftliche Entwicklungsgesetz, die neuen Gesetzesvorschläge auch der Regierung Santos, die zum Teil durchaus positive Aspekte enthalten in Bezug auf die Opfer, eben gab es schon mal einen Kommentar dazu, aber die wirtschaftlich-strategische Richtung geht dahin. Pilar hat angedeutet, welche Sektoren werden davon profitieren. Es sind natürlich auf der einen Seite die transnationalen Konzerne, die dort investieren. Es ist auch aber ganz klar kolumbianisches Kapital, das davon profitiert. Nur die Problematik dahinter ist, wenn wir von einem der ungleichsten Länder auf dem amerikanischen Kontinent sprechen, ja, und im lateinamerikanischen Subkontinent, dann hat sich in den letzten Jahren, trotz eines relativ stabilen Wirtschaftswachstums, ja, hat sich an der die Lage der Gleichheit, also dieser berühmte Gini-Koeffizient, hat sich zum Negativen entwickelt, besonders wegen der Landfrage, also der Landkonzentration, und er ist aber stark angestiegen und stagniert jetzt auf einem Niveau, das vergleichbar ist mit Brasilien, was halt so eine extreme, ja, in vielen Bereichen eine postfeudale Struktur hat in der Einkommensverteilung und so weiter. Das sind Aspekte, die dazukommen. Nochmal ein kleines Beispiel aus dem Bergbau, eben wurde schon gesagt, Cerrejón, also ein Großunternehmen, das eine große Open-Pit-Mine im Norden des Landes führt, aber es gibt auch andere Unternehmen. Wir haben gerade eine systematische Information bekommen, dass also an der Pazifikregion existieren, wo meistens afrokolumbianische Bevölkerung lebt, da gibt es kollektive Landtitel für diese afrokolumbianischen Gemeinden, 140 Titel auf diesem Land, also 140 Konzessionen für Bergbau auf diesem Land. Ja. In keinem Fall ist uns bekannt, dass es eine systematische vorherige Konsultation dieser Gemeinden gegeben hätte, die natürlich verpflichtend ist, ja, nach internationalem Recht. So. Also es gibt eine starke Dynamik, dass die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Sektoren, die strategisch sind für die kolumbianische Regierung, die sind natürlich auch strategisch für die europäischen Staaten. Wir spüren zum Beispiel ja in Deutschland auch seit dem Regierungswechsel eine starke Tendenz dahin, dass man sehr viel stärker auf die eigenen Wirtschaftsinteressen guckt in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Außenpolitik.
und durchaus auch offensiv und zum Teil ja auch mit etwas militärischem Gewürz. Der ehemalige Verteidigungsminister hat ja genauso wie der vorherige Bundespräsident sich mal verstiegen zu sagen, es geht um die Verteidigung wirtschaftlicher Interessen. Ja, es geht um eine Ressourcenkonkurrenz, das ist ganz klar. Und wir spüren, also gerade im Zusammenhang mit Kolumbien, dass das Interesse europäischer Staaten sich ausweitet. Es gibt die Klassiker, Spanien, Großbritannien haben da relativ große Investitionen, aber es scheint da eine neue Dynamik zu gehen. Und das ist eben der Hintergrund auch für dieses Freihandelsabkommen. Und das motiviert, dort reinzugehen. Wir haben in verschiedenen Diskussionen mit politischen Entscheidungsträgern und so weiter, also wir haben zum Beispiel mit Martin Schulz im Europäischen Parlament, der ist ein Befürworter des Freihandelsabkommens, mal eine Diskussion gehabt, der sagte, naja, na gut, es wird sich gar nicht so viel ändern, weil de facto sind die bestehenden Handelspräferenzen für Kolumbien schon so weitgehend, das ist eine minimale Verschiebung. Und der Vorteil dieses Freihandelsabkommens ist eben, wir haben da ja, da gibt es eine Referenzliste von einzuhaltenden Menschenrechtsstandards, die ist relativ vollständig, inklusive also der großen Pakte sowie der wichtigen Deklaration der Vereinten Nationen, die Kernarbeitsnormen, alles drin, wunderbar. Es gibt nur keinen Sanktionsmechanismus, es gibt auch gar keinen Kontrollmechanismus. Also wer kontrolliert, wenn es der kolumbianische Staat ist, der kontrolliert, dann ist das sozusagen keine unabhängige Instanz. Wir wissen aus vielen, auch der geschilderten Tatsachen, in dem Bereich, der kolumbianische Staat kommt nicht nur seinen Pflichten nicht nach, er ist eben auch Menschenrechtsverletzer in vielen Bereichen aktiv. Man macht den Bock zum Gärtner, wenn man sozusagen rein auf eine Kontrolle auf dieser Ebene setzt und es gibt keinen anderen vorgesehenen Mechanismus. Das nur so ein paar angerissene Punkte. Ich denke, wir kommen weiter in die Diskussion darüber. Aber wir haben eben eine Verantwortung. Wir diskutieren ja im Moment sozusagen in den Medien und im politischen Feld sehr stark die internationalen Schutzpflichten, nicht, die jetzt im Zusammenhang mit dieser windigen Libyen-Intervention dort debattiert werden. Es gibt aber im menschenrechtlichen Bereich eben auch die Staatenpflichten, Respekt, Schutz, Gewährleistung, die durchzusetzen. Ich denke, das muss unser Ziel sein. Unserer Ansicht nach, dieses Freihandelsabkommen steht dem entgegen, wird Ungleichheit verstärken, wird in den Sektoren stärker wirken, wo schon Menschenrechtsverletzungen herrschen. Deshalb ein qualifiziertes Nein.